Laufen Mikrofon, Kamera auf, Dres, du bist bereit. Ich bin bereit, jawohl. Ready. Bruno, ready. Ja. Also, let's go. Dorfgespräch Grindelwald. Geschichten aus den Schweizer Alpen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Dorfgespräch Grindelwald. Unser neuer Videopodcast ist von Grindelwald für Grindelwald. Das heisst, wir besuchen jeden Monat spannende Menschen und reden mit ihnen über Themen, die das Dorf bewegt. Wir wollen dir einen Blick hinter die Kulissen geben, wollen dir Geschichten über dein Dorf erzählen, die du so vielleicht noch nicht hast kennt. Und wie es so ist bei einem Dorfgespräch, es darf diskutiert, gestritten, aber auch gelacht und gewitzelt werden. Wir nehmen diesen Videopodcast nicht irgendwie in einem Studio auf, sondern wir gehen zu den Menschen quasi hey. Und heute sind wir im Hotel Restaurant Spinnen. Immer an meiner Seite der Tourismusdirektor von Grindelwald, der Bruno Halswirt. Er ist der Kenner der Region, die Stimme vom Tourismus. Und weil der Tourismus hier im Dorf so eine wichtige Rolle spielt, hast du quasi, Bruno, eine Saison abgelöst. Du bist immer dabei, jeder Folge. Oh, merci vielmals. Schön, bist du da. Danke, dass ich darf da sein. Und natürlich, ganz herzlich verdanken möchte ich mich bei unserem Gast, der Dres Kaufmann. Schön dürfen wir hier sein, bei dir im Hotel Spinnen. Herzlich willkommen. Ich bin der Fabio Zahnd, der Städter von Bern, der Moderator vom Dorfgespräch. Dres, du bist in der Hauptfunktion Hotelier hier im Hotel Restaurant Spinnen und Wolter und bist zusätzlich noch im Verwaltungsrat von Firmenwärme Grindelwald und im Verwaltungsrat von Männlicher Bahn. Hat alles mit Tourismus zu tun, auch Fernwärme. Da kommen wir aber dann noch dazu. Zum Start, wir sind hier bei dir in der Lobby. Hinten dran fast noch Check-ins und Check-outs. Also vielleicht hört man das manchmal im Hintergrund. Ein Hotelier, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ja, ich glaube, es gibt kein Schema X für einen Hotelier. Es ist ein sehr abwechslungsreicher, spannender Job, der wirklich jeden Tag ein bisschen anders ist. Natürlich tut sich da jeder selber einrichten. Ich selber bin sehr viel an der Front, ich bin sehr viel in der Restauration, bin sehr viel im Barwesen unterwegs. Und weil wir eben zwei Hotels führen, haben Frau und ich uns da so ein bisschen aufgeteilt. Sie ist fast mehr im Wolter vorne und ich bin mehr hier Spinnen. Du bietest Ferien für deine Gäste, wenn selber. Hast du schon mal wieder Ferien gemacht? Wie kommt das? Kommt das zu kurz? Oder wann bist du das letzte Mal in der Ferien gewesen? Also zu kurz kommt es nicht, aber es kommt halt nur sporadisch auf uns zu. Wir tun immer im Herbst schliessen beide Hotels und dann gehen wir dann schon fort. Ja. Wo geht es her? Immer an die Wärme, sehr viel auf Ibiza und sonst einfach gehen wieder ein bisschen etwas Neues schauen, neue Hotels schauen, aber schon lieber an die Wärme. Jetzt kann man ja wieder reisen, Bruno, Ferien machen. Der Tourismus hat stark unter Corona gelitten. Ich will da nicht gross das Thema Corona wieder aufrollen. Aber man muss es gleich, wenn man mit einem Hotelier einen Podcast macht, muss man das näher ansprechen. Hat man von Seiten Tourismus den Markt wieder müssen beleben? Hat man wieder aktiv müssen Gäste holen nach Corona? Oder kommen die einfach ganz automatisch? Wie war das gewesen, die Zeit mit Corona und jetzt im 23, wie ist die aktuelle Lage? Also aktiv auf dem Markt unterwegs sein, dass, ob jetzt mit oder ohne Corona, das ist überlebenswichtig, würde ich eigentlich sagen. Und das ist essentiell, dass man dort präsent ist, dass man die Marke Grindelwald dort aufrechterhaltet auf dem Markt, ob jetzt dort eine Pandemie ist, präsent gewesen oder nicht. Die Situation hat sich eigentlich am 22. jetzt Grindelwald schon recht gut dargelegt. Zu unserer Überraschung war sehr, sehr starkes Jahr. Und am 23. gehen wir davon aus, so wie die Prognosen sind. Und die Buchungssituation, nicht so bei den verschiedenen Hotelieren, aber auch bei den Ferienwohnungen, ist sehr positiv. 1,4 Millionen Logiernächte. Das tönt nach viel, tönt es nach wenig. Ich als Laie sage so, ja, okay, 1,4 Millionen. Ich habe das mal selber ausgerechnet. Wenn man, das sind pro Nacht 3.835 Einwohner von Grindelwald offiziell, 3.774. Eigentlich das ganze Dorf einmal
jede Nacht. 1,4 Millionen. Kannst du es mal in Kontext stellen, auch vielleicht mit anderen Zahlen von der Schweiz? Wie viel ist das? Es ist sehr viel. Oder auf Gemeindeebene angebrochen ist Grindelwald der grösste Logiernächte. Erzeuger sagen ich vom Kanton, also mehr als eine Stadt Bern, mehr als jede andere Destination oder jede andere Gemeinde in dem Kanton Bern. Und schweizweit sind wir von den Bergdestinationen irgendwo auf Platz 3, 4, irgendwo dort. Aber sicher ganz weit vorne. Für ein Dörfli Überblick, für eine überblickbare Grösse ins Grindelwald ist sicher eine stolze Zahl, die wir hier haben. Dres, von deiner Seite her, wie sind die letzten paar Jahre und jetzt im 23, wie geht es dir? Wie nimmst du die ganze Situation wahr? Wenn ich selber vergleiche mit Kollegen von mir, die in der Stadt ein Hotel haben, und ich zurückschaue auf die Pandemie, muss ich sagen, uns ist es schon gut gegangen. Die 3,5 Monate, die wir haben müssen zu haben, das ist klar, das war hart, die ganze Schweiz bricht. Aber nachher haben wir ja gängig ein bisschen arbeiten können. Und das ist ein Riesenunterschied zu diesen Städten, vor allem Stadtbereichen. Die haben viel, viel härter natürlich müssen als wir. Wenn ich jetzt so ein bisschen nach Pandemie schaue, profitieren wir halt schon extrem von dieser Zweisaisonalität, die wir haben. Damit tun wir uns abheben von einem Haufen anderen Destinationen. Es gibt wenige, die so ausgeglichene Winter- und Sommersaison können vorweisen können wie wir. Und das macht das Geschäft halt noch einfacher. Also, wir haben während dem Jahr die Durchstrecken, die andere damit müssen kämpfen, haben wir nicht. Jetzt dieser Frühling, den wir jetzt gerade hinter uns haben, muss ich sagen, das war fantastisch gewesen. Wir hatten eine Auslastung fast wie in der Saison. Und da profitieren wir natürlich schon von der asiatischen Ausrichtung von unserem Gästemix. Also die kommen schon im Frühling relativ früh, gerade nach Ostern sind die gekommen. Und auch jetzt im Sommer noch sehen die Buchungen super aus. Also gibt es die Zwischensaisons, wie man die kennt, gibt es die nicht mehr so, Bruno? Es gibt sie noch, wenn überhaupt, ich würde sagen, so Ende Oktober bis Anfang Dezember irgendwo. Das ist eben dann, wenn die Reise in die Ferien geht. und irgendwo durch ist es mittlerweile wirklich, sage ich, 11 Monate Saisonalität, die man hat. Das ist aber auch gewollt, weil letztendlich hat es auch damit zu tun, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist ein absolut zentrales Thema im Augenblick. Und ich glaube, wenn man diesen Mitarbeitenden einen ganzen Jahresvertrag anbieten kann, hat man einfach auf dem Markt per se schon mal bessere Karten, als wenn man einfach saisonale Verträge anbietet. Aber das ist etwas, was wahrscheinlich Stress besser kann beurteilen kann als ich. Siehst du das, Stress? Nein, das ist wirklich ein Problem, wo aus der Pandemie aus ist entstanden. Die Leute sehen einfach die Work-Life-Balance anders an jetzt. Und da muss man sich darauf einrichten können. Wie hast du darauf eingerichtet? Also, du hast ganz überspitzt gesagt, mehr Freizeit, besserer Lohn, weniger arbeiten. Ich stelle fest, dass der Lohn absolut nicht das höchste Thema ist bei diesen Verhandlungen. Also die geregelte Freizeit, die berechenbare Freizeit, ist viel, viel wichtiger als der Lohn. Wie geht der Hotelier mit diesen Bedürfnissen von Arbeitnehmern um? Ich habe das grosse Glück, dass meine Frau sich um das Personal kümmert. ich weiß auch, dass sie es besser kann. Aber nein, es ist wirklich so, wir probieren halt das Angebot, wenn nötig, auch anzupassen. Und dafür zu erreichen, dass unsere Angestellten, wir haben sehr, sehr viele langjährige Angestellte, die uns sehr treu sind. Und da probieren wir wirklich, ihnen einen geregelten Arbeitsbetrieb können zu offerieren und sie durch das auch ein bisschen zufriedenzustellen. Aber da muss ich 20 Jahre zurückdenken, da ist es genau anders gegangen. Oder? Der Rhythmus des Geschäfts hat vorgegeben, wie man hat gearbeitet. Und jetzt ist es halt ein bisschen etwas anderes. Aber es geht beides. He. Man muss aktiv
sein, man muss es wollen, man muss Prioritäten richtig setzen und dann geht das schon. Darum zum Beispiel jetzt, wo Ostern ist vorbei war, hat auf einmal unser Kader Ferien bekommen und wir freuen uns, gehen jetzt nächste Woche noch ein bisschen. Sehr schön. Ein Jagdkollege von mir hat es gut formuliert diesbezüglich. Er hat nämlich gesagt, jetzt hat er Hirsch zu Gewehr, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Vor Corona waren ja vor allem auch ausländische Gäste betroffen gewesen, von dem Coronavirus. Was für einen Gästemix aktuell haben wir jetzt hier in Grindelwald? Also wenn ich jetzt hier rumlaufe, wild durchmischt, Bruno? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, also in Grindelwald sind sämtliche Gäste herzlich willkommen. Oder? Wir haben keine Prioritätenlisten im Sinne von, wer wollen wir nicht haben, sondern grundsätzlich sind Gäste herzlich willkommen. Und jeder hat natürlich auch das Anrecht, die Superlative an Berg- und Naturangebote hier zu besuchen. Aber jetzt, ich also von außenständig sehe natürlich schon, okay, es sind eher asiatische und jetzt immer mehr arabische Gäste, wo bei euch kommen. Du sagst, das alle willkommen, aber die natürlich schon im Fokus. Ja, es ist natürlich auch so, wir sind ja zusammen mit unseren Partnern wirklich global unterwegs auf den Märkten. Also Nordamerika zum Beispiel, das ist gerade um 22. der Markt gewesen, wo am meisten proportional Zuwachs hat gebracht. Asien wird natürlich jetzt wieder kommen. Da ist schon ein gewisser Nachholbedarf da, oder gerade in Asien, wo es doch sehr restriktive Massnahmen hat eingelegt im Zusammenhang mit der Pandemie. Da sind gewisse Nachholeffekte sicherlich da. Aber am Schluss muss man sagen, man muss das über ein ganzes Jahr sehen. Oder? Gästemix im Winter ist ein anderer als im Frühling, im Sommer ist er wieder ein anderer als im Frühling und im Herbst ist wieder ein anderer als im Sommer. Kannst du über einen Daumen Prozentsatz? Ja, kann man sagen. Oder der grösste Teil ist immer noch Schweiz. Also jetzt im 22 kann man sagen, es war 37% Schweiz gewesen. Es sind nachher bei 38% ist Europa gewesen, 9% ist Nordamerika gewesen. Und der Rest war wirklich querbeet von Ozeanien über Asien etc. Aber der grösste Teil ist sicher dort eben Schweiz, Europa gewesen, Nordamerika. Das ist 22. Ich gehe davon aus, das wird vielleicht in 23 ein bisschen anders aussehen. Gegen welche Seite? Ich denke, Asien wird dort schon wieder ein bisschen anziehen. China, wie ist im Moment immer noch zurückhaltend? Im Moment ist China, also Festland China, noch ganz schlecht vertreten. Mhm. Die Lockerungen, die da sind, gemacht wurden, haben die Leute denen noch nicht ganz erreicht. Da erwarten wir eigentlich erst so ab Mitte Juli, dass sie wieder spürbar kommen. Ja. Im Moment, jetzt gerade bei uns im Hotel, in den Hotels sind sehr viele Indonesier, Korea, Taiwan. Das ist im Moment schon so. Und aber wegen dem Gästemix, jetzt haben wir gerade auf unser Hotel geschaut. Im Winter ist es wirklich Europa, ist Schweiz Europa. Da sind die Asiaten ziemlich vernachlässigbar in den Zahlen. Und nachher in der Sommerferienzeit auch wieder. Ist es eigentlich wieder ähnlich. Aber in der Zwischensaison, wenn man es noch so nennen kann, Frühling ist sehr, sehr asiatisch angehaucht. Hast du einen Einfluss als Hotelier auf den Gästemix? Wenn ja, wie kannst du es steuern? Und du musst es steuern? Es ist also nicht einfach, wenn du jetzt gerade wolltest sagen, der und der Bereich wird jetzt bei mir ausklammern. Ich glaube, das kannst du nicht mehr. Du kannst die Werbung, du kannst das Marketing ausrichten auf einen Markt, den du gerne hast, wo dazu sagt. Meine Frau ist Holländer, also wir sind eigentlich im holländischen Markt noch recht selber unterwegs mit Werbung. Aber sonst muss man heute das Haus offen haben für alle, die kommen wollen. Vor allem über das Online-Buchungsportal. Ist einfach eine kleine Welt geworden. Oder? Da kann jeder buchen, wie er will. Bruno, wenn man sagt, Tourismusregion, Gästemix, auf was schaut man da? Was gibt es da für strategische Ansätze, wo man sagt, hey, in Grindelwald, wir wollen so einen Gästemix wegen dem und dem und wir wollen es für die nächsten 15 Jahre, wenn wir dort her, gibt es so Gedanken und wenn ja, kannst du die mit uns teilen? Ja, gerade alles kann ich nicht teilen. Das ist natürlich schade. Wollen wir auch nicht, oder? Okay, aber, nicht. Aber es gibt gewisse Ansätze schon. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Kooperation.
Als Tourismusorganisation alleinig, da bist du verloren. Wir sind auf Kooperation angewiesen mit Transportunternehmungen, mit den Beherbergern selbstverständlich auch, aber auch mit dem Gewerbe. Und dort spüren wir natürlich schon ein bisschen raus, oder, was die Präferenzen sind. Und was ganz ein wichtiger Teil ist, und das hat man hier doch recht früh erblickt, ist oder wir, die Reisegewohnheiten, die Ferienzeiten von gewissen Märkten sind völlig anders gelegen, als hier wir in Europa gewöhnt sind, als in der Schweiz gewöhnt sind. Also Therese hat es vorhin angetönt, oder Südostasien zum Beispiel, die haben ganz andere Reise- und Feriengewohnheiten zu einer Zeit, wo hier in Europa, in der Schweiz überhaupt keine Ferienzeit ist. Und das ist eigentlich schon ein Ansatz, wo man, was zu berücksichtigen gilt, für nämlich genau so kleine, die, sage ich mal, strukturschwächere Zeiten können auszufüllen. Oder? Und das macht man natürlich auch. Was sind die anderen Herausforderungen? Also verschiedene Gäste-Mix, aber so als Hotelier. Wenn du jetzt musst sagen, Fabu, das ist Herausforderung Nummer eins, wenn du dich oben willst, Hotelier werden in Grindelwald. Stell dich auf das ein! Oh, das gibt eine lange Sendung. Du. Nein, ich muss nach 40 Minuten, die wir hier, plus minus 40 Minuten, würde ich den schon unterbrechen. Aber jetzt bin ich gespannt natürlich. Nein, ich glaube, wir haben es vorhin schon ein bisschen angetönt. Im Moment ist die Herausforderung der Fachkräftemangel. Das ist sicher dort, wo wir am meisten Handlungsbedarf haben. Sie sind zum Teil auch ein bisschen machtlos, weil das Einzugsgebiet für Leute zu finden, ist so in einem Bergtal innen einfach gegeben. Also du musst erstens musst im Gastgewerbe wollen sein und zweitens musst du noch wollen in ein Dorf gehen leben. Und das schränkt halt manchmal ein bisschen ein. Dort ist der Hauptfokus, also mit dem musst du als erstes lernen zu dealen. Ja, letzte Folge waren wir beim Salvi. Der ist natürlich eben, der ist vor 50 Jahren als Saisonier gekommen und ist jetzt erfolgreicher Unternehmer. Dort, für alle die es noch nicht geschaut oder gesehen haben, sehr spannend. Genau. Weiter, Therese, hat er reingeschnurrt? Ja, das bin ich mir gewohnt. Das tut der Fuhrdirektor sonst halb noch. Also das ist nicht so schlimm. Okay, das bin ich natürlich froh. Bruno, Usus. Stimmt das so? Usus. Okay, gut. Nein, als Herausforderung, wenn du jetzt auf Grindelwald ein Hotel führen kannst, musst du, glaube ich, schon anerkennen, dass wir ein kleines Dorf sind. Und wir wollen eigentlich auskommen miteinander. Also die Hotels arbeiten eigentlich recht gut zusammen. Man tut sich nicht unbedingt gerade bekämpfen. Man ist vielleicht auf dem letzten Meter noch so ein bisschen Konkurrent. Aber sonst probiert man schon zusammen zu arbeiten. Und dort muss man halt auch Kooperationen finden, wenn es es braucht, wenn es nötig ist. Es ist einfach, man ist nicht allein hier. Also, es ist ein kleines Dorf und man hat überall so ein bisschen Reibungspunkte, Schnittstellen, wo man zusammen arbeiten sollte. Aber das eine, du hast gesagt, Fachkräftemangel ist das eine. Und das andere, wo wir unser Hauptsitz im Sportzentrum, ist Energieversorgung, Energiemangellage, oder? Wo das Schlagwort Nummer 1 war letzten Winter. Und von dem her ist es, glaube ich, auch gerade wieder gut, aber Übergang zum Dres, oder? Genau, da kommen wir näher dazu, zum zweiten Thema, so Nachhaltigkeit, wie wichtig ist es für den Tourismus, wie regelt das Grindelwald? Und das hat da einen sehr spannenden Weg gefunden. Als Zwischeneinschub möchte ich unsere sehr beliebte Rubrik vornehmen. Zwischenruf aus dem Dorf. Leute dürfen dir Fragen einschicken, Dres, die wir hier in diesem schönen Behälter gesammelt haben. Und ich darf dich bitten, mal die erste Frage zu ziehen. Die Frage aus dem Dorf für ein Rees. Kannst du dann vorlesen? Und ehrlich beantworten, bitte. Hast du schon Gäste aus dem Hotel geschmissen? Ja, die ist natürlich auf mich zugeschnitten. Die ist absolut auf mich zugeschnitten, die Frage. Wieso? Ja. Bist du als Choleriker bekannt hier, oder was? Ja, das kann passieren. Nein. Ich muss die Frage vielleicht ein bisschen anpassen. Zu unserem Hotel. Du, das ist nicht die Rubrik, die darf nicht anpassen. Ah, okay. Hat man schon rausgeschossen, oder nicht? Mir hat schon. Warum? Mehrfach. Was? Gut, du hast jetzt Mescalero natürlich. Eben, genau. Auf das wollte ich raus. Also, okay, erzähl. Das Hotel, glaube ich nicht. Ich kann mich jetzt an einen Fall erinnern, wo ich, aber das war noch im Walter, wo ich ein Gasthaus geschmissen habe.
Warum? Weil er sich wirklich äußerst daneben hat benommen. Es war Alkohol im Spiel und nachher Beleidigungen gegen unser Personal und am Schluss noch Tätlichkeit gegen eine Serviertochter. Und dann bin ich wirklich cholerisch geworden. Ja. Dann habe ich ihn rausgeschmissen und gehe gerade hinten rein. Das andere, was ich vorher auch ansprechen wollte, ist natürlich das Disco. Das Mescalero, das ich selber betreue, so viel wie möglich. Und dort findet es halt schon ab und zu statt. Ja. Aber für das habe ich den Securitas angestellt. Ich bin selber ein bisschen zu wenig breit, für alles selber können zu machen. Aber da habe ich langjährige Securitas-Leute, die das übernehmen. Zweite Frage. Wo ist dein Lieblingsplatz in Grindelwald? Da muss ich nicht lange überlegen. Wir haben eine eigene Vorsaß, ein Meiensaß, wie man vielleicht bei euch unten sagt. Das ist unten am Männlichen, genannt der Ritt. Und dort eigentlich die ganze Familie sind sehr gerne dort. Man ist ein bisschen fort vom Trubel. Man hat einen wunderschönen Blick über Aspen auf das Dorf. Und da kann man ganz gut Energie tanken, ist so ein bisschen unser Energiespender. Weitere Frage, wie findest du die Rubrik besetzen? Fühlst du dich wohl mit diesen Fragen? Ich fühle mich sehr wohl, super, jawohl. Dann machen wir weiter. Ja, ist rührend. Also der Ess am Ritt ist natürlich auch Tatsache, da ist der Ess im Dorf draussen. Oder ist der Ess? Oh, hoppla. Das ist der Ess. Hat man als Hotelier nicht ein gemütliches Luxusleben? Wow. Nein. Die Antwort ist nein. Gut. Nein. Ja gut, aber wenn ich schon zugelassen hat, nein, wahrscheinlich nicht. Also das Luxusleben könnte man sich natürlich schon einrichten. Also da wären wir ja eigentlich an vorderster Front. Und es gibt sicher Annehmlichkeiten, wo man nicht abgeneigt ist. Aber das mit dem Gemütlich, das muss ich mit aller Vehemenz verneinen. Wir arbeiten viel, wir haben vor allem sehr viel Präsenzzeiten. Es ist nicht nur im Schweißen des Angesichts arbeiten, aber man ist sehr viel im Betrieb, man muss das wollen. Das Hotelier kann es nicht lehren. Entweder hast du das in der Inne und vergisst die Zeit, oder bist bereit, zwischen Privatzeit und Berufszeit fließende Übergänge zu haben. Das ist anders als gemütlich. Aber das Luxusleben, das kann schon passieren, dass man das so ein bisschen hat. Und jetzt würde ich sagen, Bruno, du darfst noch die letzte Frage okay. Für den Rest ziehen. Mach kein Zeichen. Also. Jetzt kannst du ja irgendetwas erfinden, weiss ich nicht, was du ziehst. Muss ich das lesen, was da steht? Ja. Nein, was findest du schwierig an Grindelwald? Ui, zum Glück muss ich lange überlegen. He? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass mir jetzt da spontan nicht gerade viel in den Sinn kommt. Ich glaube, die Verkehrssituation ist vielleicht etwas, was eher schwierig ist. Wir sind halt so eine Sackgasse. Und gerade im Dorf innen, der Verkehr ist eher schwierig. Ja. Also, der würde. Aber ja, okay. Lösung gerade. Nein, das ist eine schwierige Frage. Ja. Oder eine schwierige. Es ist nicht eine einfach lösbare Situation. Oder? Auch sicher von Seite Tourismus. Ja. Tourismusdirektor natürlich mit dem Verkehr ein Riesenthema. Ja, oder es ist ambivalent. Oder? Auf der einen Seite wollen wir ja populär sein, wir wollen ja Leute haben. Und auf der anderen Seite hast du dort natürlich auch eben Opportunitätskosten, eben Verkehrsentwicklung. Und es gibt aber dort nicht einen einfachen Lösungsansatz. Sonst hätten wir ihn ja schon lange gemacht. Aber es ist jetzt nicht etwas, was man gerade auf dem Silbertablett könnte präsentieren. Aber die Tatsache ist natürlich, und das merken wir auch, gerade interkontinentale Gäste, eben gerade wie Asiaten, Nordamerika, die reisen doch sehr viel mit dem ÖV an. Also eine von den ersten Aktionen, die sie machen, ist, wie sie in Zürich landen, dass sie einen Swisspass kaufen und nachher mit dem ÖV anreisen. Das merken wir schon. Aber gleichwohl ist
natürlich der Privatverkehr immer noch eine Challenge, oder? Beim Verkehr sind wir auch beim nächsten Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Tourismus. Tourismus ist ja nicht klimaneutral. Hier hat Grindelwald vor 10 Jahren das Thema schon angegangen. Und Dresdo, du stehst hinter einem Fernwärmeprojekt hier in Grindelwald, bist im Verwaltungsrat. Was die genau gemacht haben, kommen wir dort noch drauf. Aber wie, vor 10 Jahren war das ja noch nicht so das Thema. Wieso hast du denn schon die für so Energieprojekte eingesetzt? Ja, ich muss sagen, es ist natürlich 15 Jahre her. Wir haben 2008 im Hotelierverein in einem Brainstorming über die Zukunft das Thema aufgegriffen und haben eine Resonanz vernommen, die wir gar nicht so kennt von Grindelwald. Also die Gemeinde sofort aufgesprungen und gesagt, wir helfen. Die Hotelier sofort Schreiber vorgenommen und Aktien gezeichnet. Also da können wir schon wirklich stolz sein, dass wir lang, bevor das Thema ist worden, national, international, dass wir dort solche Schritte machen können. Erklär schnell das Projekt. Um was geht es? Für jemanden, der das noch nie gehört hätte, hier oben, um was geht es da? Es geht um einen Holzwärmeverbund, ist eine Idee war von der Hotelier Grindelwald. Im 2008 und nachher schon im August 2010 ist das in Betrieb genommen worden. Das muss man sich vorstellen, von der Idee über Zonenplanungsänderung, über Leitungsbau, mit wortwörtlich die ganze Dorfstrasse aufgerissen und hat die schweren gusseisigen Leitungen in die Dorfstrasse da während der Saison. Alles hat es gehabt, alle wollten mitmachen. Und inzwischen sind über 80 Kunden mit fast 60 Anschlüssen, 18 Grossabnehmer. Ist schon der erste Ausbauschritt, den wir machen müssen, weil man schon an die Leistungsgrenzen ist gekommen. Es werden jährlich 14 Millionen Kilowattstunden thermische Energie verkauft. Wird betrieben durch die BKW und ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Die Spezialität zu vielleicht anderen Wärmeverbünden, wie bei dir in der Stadt, ist, dass wir eine Entschwadungsanlage gemacht haben. Wir haben uns vorgestellt, oder? Hier ist das Dorf, nachher kommt die Zentrale und hinten dran ist der Eiger. Jetzt hat es da die ganze Zeit eine Rauchsäule, die ja eigentlich nicht nur Rauch wäre, sondern Dampf. Die verbrennen Holz von der Region und dort dann durch Leitung oder eben da haben gelegt, eigentlich Hotels und Wohnungen beheizen. Genau. Genau. Und man sieht nichts davon. Also, wollt ihr da eine Entschwadungs? Eine Entschwadungsanlage. Sehr teuer, aber essentiell für einen Kurort. Wo sonst hast du dann den Eiger voll nebel. Genau. Also, oder einfach dran. Eine Säule vordran. Und alle Leute würden dann sagen, das ist purer Dreck. Dabei wäre es ja ein Haufen Dampf. Aber das solche Schritte haben wir einfach auch noch genommen, weil wir eine Tourismusregion sind. Genau. Aber 2008 schon, hey, wir müssen da irgendwie klimamässig etwas machen, fossile Brennstoffe reduzieren, eben vielleicht eben mit Holz von der Region, hier die Hotels wärmen, Tourismus und Nachhaltigkeit, auch so ein Projekt, Bruno. Wie geht man da von Seiten der Tourismusorganisation dahinter und wie wichtig ist die Nachhaltigkeit mittlerweile im Tourismus? Ja, das ist ein zentrales Thema. Auch das Projekt, das dann 2008 ist initiiert wurde, die Hotellerie, ist ein fixer Bestandteil von unseren Verkaufspräsentationen. Schon dort daran merkt man, oder, dass das auch bei den Kunden, also bei unseren Gästen, ein wichtiges Thema ist. Vielleicht noch ergänzend, oder dort erzählen wir auch konkret, das sind 4.600 Tonnen CO2, die man einspart, äquivalent zu 1.200 Einfamilienhäusern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind natürlich schon Zahlen, oder, für so ein kleines Dorf, die beeindrucken. Und wenn ich das nachher ummünze, sage ich, wenn die Stadt Bern so etwas würde machen, oder, wo dann wirklich einen grösseren Impact hat, da dürfen wir doch sagen, dass wir im ländlichen Gebiet, im alpinen Gebiet sogar einen Schritt voraus sind, oder? Wo wir doch sonst eher so ein Image haben, dass wir doch eher konservativ unterwegs sind. Aber dort sind wir wirklich einen Schritt voraus gewesen, oder? Und das andere ist, wie du das ansprichst, noch ist natürlich eine starke Kooperation mit unseren Partnern,
allen Frauen natürlich auch UNESCO Weltnaturerbe, wo wir da haben, wo wir doch eine sehr starke Partnerschaft ausspielen und verschiedene Projekte verfolgen. Aber ich nehme an, Therese, es hat dann sicher auch Gegenwind gegeben, weil man hat ja eigentlich, dann war auch noch günstiger gewesen und man hat gedacht, ja, wieso macht man das jetzt? Muss man da noch mehr investieren, dass sich das irgendwann mal auszahlt? Du hast aber gesagt, nein, es hat alle sofort mitgemacht, es hat keinen Gegenwind gegeben bei diesem Projekt. Also marginal. Wirklich ganz, ganz wenig für die Dimension von diesem Projekt ist er absolut vernachlässigbar gewesen, der Gegenwind. Und es ist bemerkenswert, weil alle haben gewusst, dass es teuer wird. Dann hat es Erdöl noch nichts gekostet, oder? Das hat es wohl. Aber ja, das war günstig gewesen. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir hier etwas investieren im Dorf, wo alle viel mehr kosten. Ja. Und hat einfach Glück gehabt, auf das richtige Ross gesetzt oder gewusst, ja, hey, früher oder später werden wir auch im Tourismus genau diese Karte können spielen. Ja, dann ging wieder gehört, es sei ein Bauchgefühlsentscheid, was man da mache. Es hat eigentlich nichts zu tun mit reiner Wirtschaftlichkeit. Das Heizöl wäre billiger, wissen wir, aber wir wollen fortkommen von diesem Zeug. Ist natürlich Grindelwald als seinerzeit Gletscherdorf. Hat natürlich auch gesehen, wie der Gletscher zurückgeht. Und da hat man sicher einfach auch ein bisschen etwas frühzeitig dagegen unternehmen. Wie nachhaltig bist du? Wie nachhaltig tust du deine Hotels betreiben? Gibt es da etwas, wo jetzt in den letzten Jahren hast du gesagt, oh, jetzt muss ich da auch aufspringen? Oder bist du immer nachhaltig gewesen bei ja, diesem Hotel? Also da möchte ich mich jetzt nicht allzu fest rühmen. Also, sonst sagt er mir das schon. Aber nein, ich habe 1996 und 2002 zwei alte Häuser gekauft. Also das haben wir gewusst. Und darum haben wir auch sehr viel investieren. Dort haben wir natürlich schon auf Nachhaltigkeit geschaut bei den Investitionen, sprich Wärmedämmung und so weiter. Aber sonst bin ich also, glaube ich, nicht der Beste in Sachen Nachhaltigkeit. Da hätten wir noch ein paar Sachen zu machen. Schön, eins nach dem anderen. Das ist gut. Bruno, da, wie nachhaltig bist du? Ja, also, du hast es ja vorhin angetönt, also im Tourismus, das ist verbunden, das kann man nicht abstreiten, oder dort gibt es Opportunitäten, da gibt's einfach, das ist mit Emissionen auch verbunden. Aber ich glaube gleich, oder, man sieht jetzt an diesem Beispiel, das, was man machen kann, und ich denke halt, der Unterschied ist der, das ist nicht ein Projekt, sondern es ist wirklich realisiert worden. Und das ist ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Sachen im Augenblick, habe ich das Gefühl, wo zwar Projekte und Ideen da sind, aber irgendwo solltest du das auch mal realisieren und nicht nur darüber reden, oder? Und das ist doch ein Beispiel dafür hier, wo eben ist gemacht worden und nicht nur darüber ist geredet worden. Ich glaube, dort ist das wirklich ein hervorragendes Beispiel. Und es gibt natürlich hier auch gerade Transportunternehmen, die doch auch in diesem Bereich sehr aktiv und innovativ sind, mit verschiedenen Projekten oder Massnahmen, die sie machen, wo jeder seinen Beitrag bringt zu der Thematik, die halt im Gesamten nachher irgendwo soll das Gesamtresultat bringen, das ein bisschen positiver ist, als das vielleicht vor Jahrzehnten war. Aber gleichwohl, es ist nicht von Hand zu weisen. Also Tourismus ist logischerweise mit Emissionen verbunden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Reisen ist halt ein Grundbedürfnis. Das habe ich beim Salvatore Ponzi auch schon gesagt. Oder? Der Mensch ist neugierig, der will wissen, was ist hinter dem nächsten Hubel oder hinter dem Ecke dort. Und das ist ja etwas, was irgendwo durch, jetzt gerade nach der Pandemie sicher sogar noch ausgeprägter der Fall ist als vielleicht vor der Pandemie. Was bringt Zukunft in das Thema Nachhaltigkeit? Was hat Grindelwald geplant, um da nächsten weiteren Schritt zu machen? Also wir haben verschiedene Projekte diesbezüglich, wo wir unter dem Label Eigenes weiterverfolgen. Wo wir lokale Produkte wollen, vermehrt hier, also hier produziert, hier erdenkt und hier nachher auch verzehrt. Unter diesem Motto bei zwei weiterverfolgen, oder drei weiterverfolgen, jetzt schon. Auch mit dem UNESCO Weltnaturerbe werden wir jetzt gerade wieder einen neuen Themenweg lancieren, wo diesen Sommer aktiv ist, interaktiver Rätsel-Trail, den wir werden machen. Wir haben dort auch Themenwege, auch mit der UNESCO zusammen, wo wir
sämtliche Schulen anschreiben, die nachher hier auf Grindelwald kommen, die Themen weg begleiten, nachher gehen zum Thema Wasser, Klimawandel etc. Und das ist, das gebe ich nicht zu, es ist immer zwei Seiten, die man dort verfolgt. Oder die eine ist sicher ein bisschen die Thematik zu verfolgen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, das haben wir auch gemerkt, es gibt halt viele Schüler, Schulen, die das erste Mal überhaupt in Berührung kommen mit alpinem Gelände, mit Bergen. Und hier auf Grindelwald kommen und wie es ist, oder? Der erste Kontakt ist immer ein bleibender Kontakt, und dort natürlich irgendwo durch ein bisschen ein Marketing-Tool ist. Ganz klar, für mich in das Thema Nachhaltigkeit gehört halt die Landwirtschaft von Grindelwald. Neben dem Tourismus haben wir eigentlich noch eine recht funktionierende Landwirtschaft in Grindelwald und die Unterstützung von denen. Zusammenarbeiten von verschiedenen Bereichen mit der Landwirtschaft ist für mich ein Nachhaltigkeitsthema in Grindelwald. Und dort sind eben ein paar Projekte am Laufen und ist für mich eigentlich sehr wichtig. Es ist jetzt 10 vor 3, wo wir den Podcast aufnehmen. Dres, zwei Fragen. Was ist heute noch alles zu machen? Wie sieht dein Tag, dein Zukunftstag heute noch aus? Und sonst die nächsten 15 Jahre, wo was hast du vor? Was für Pläne? Also heute am Nachmittag gehe ich noch ins Büro. Ich habe so ein Spiegel gesehen, wo noch zu bearbeiten draufsteht. Und am Abend bin ich im Restaurant im Wolter im Service, weil dort sicher etwas zu tun wird sein. In 5 Jahren, wenn ich richtig rechne, werde ich dann pensioniert. wir haben grosse Themen im Moment eigentlich nicht unbedingt. Aber es ist sicher so, dass mein Sohn irgendwann in unsere Fußstapfen treten will. Und da hoffe ich, dass in 5 Jahren wir schon genauer wissen, wie das aussieht, wie dass wir ihm da können, den Link bieten können, wie dass wir die Sachen können, aufgleisen können. Und ich glaube, das nimmt schon 5 Jahre, ja. Wie immer beim Dorfgespräch gibt es am Schluss noch das Dorfquiz. Es geht so, der Bruno, der von sich behauptet, dass er auch in keiner einzigen Folge vom Dorfgespräch wird verlieren. Es geht darum, wer hat mehr Wissen über Grindelwald. 3 Fragen an Dres, 3 Fragen an Bruno und der, der mehr Punkte hat. Dres, diesmal fange ich bei dir an. Frage 1. Wie gross ist UNESCO Weltnaturgebiet Jungfrau Aletsch? A. 824 Quadratkilometer, B 444 Quadratkilometer oder C 245 Quadratkilometer? Ah, das ist ganz klar B. A. Bruno, ja, das ist wirklich, du bist ein Streber. Du bist der, der Albener so hat aufgehauen. Ich weiß es. Gut, leider kein Punkt, Dres, es wäre 824. Ich bekomme nicht. Du nimmst jetzt das Mikrofon ab. Ich will einfach noch geschwind wissen, wo das die Urkundsperson sitzt hier. Und das kontrolliert. Wir haben Simon im Hintergrund, der alles richtig das, oder falsch. Das ist genehmigt. Frage 2. Wie heissen die zwei Bügelliften auf der First? Honeck und Bergelig. Howald. Howald. Ja. Gut, leider noch Howald und Bergelig. Ja. Und Frage 3. Welches Auto fahren die meisten Leute gefühlt in Grindelwald? Ist das ein Volvo? Ist es ein Audi oder ist es ein Suzuki, Jimmy? Ja, das ist schon der Suzuki. Gut, den Punkt gebe ich dir. Eins Pünktli, ja, Bruno, du lachst schon. Nein, ich weiss es nicht. Wir müssen zuerst auch machen, oder? Erste Frage für Bruno. Wann hat der erste Mensch das Wetterhorn bestiegen? A. 1844, B. 1795 oder C. 1912? 1844. Das ist schon der erste Punkt. Gut, jetzt ist es ausgeglichen. Welche Bushaltestelle befindet sich am nächsten hier beim Hotel Spinnen? Minigolf. Oh! Dres, du lachst. Nein? Falsch. Das ist ganz klar falsch. Was ist es denn? Grindelwalderhof. Grindelwalderhof, das ist ein Nauer für den Bruno. Grindelwalderhof, nein. Okay. Es ist einfach falsch. Okay. Und jetzt mit der letzten Frage. Okay, könntest du es holen? Okay. Wie hat... Bereckhütte, früher geheissen. Stierreckhütte.
Ja, hättest du so gewusst, Therese? Ja, oh, selbstverständlich. Gut, ja. Ja, diesen Punkt muss ich dir geben. Sorry. Weißt du noch, wieso? Klimawandel. Erzähl schnell, der Insight. Ja, es ist also erosionsbedingt, oder? Genau, 2005. Hat man dann dort eigentlich die Behütte aufgeben und hat sie dann noch, letztendlich aufgeben. Kurzversion. Apropos aufgeben, 2-1 gewonnen, der Bruno wieder. Dres. Das ist also schwer zu verkraften. Dort unterwär noch die Auszeichnung, den Award, den wir leider noch nicht können vergeben konnten, aber vielleicht in der nächsten Folge. Dres, herzlichen Dank, haben wir bei dir sein. Merci. Spannendes Gespräch gewesen und ganz eine gute Woche. Merci. Danke gleichfalls. Dorfgespräch Grindelwald. Geschichten aus den Schweizer Alpen.